Das Feuerwerksverbot und der Ablauf in aller Kürze zusammengefasst für 2021. Ich denke, als nächstes wird erstmal das Ganze auf Landesebene entschieden werden, sprich die Landkreise und die Städte, jeweils die Oberbürgermeister und Stadträte oder der Stadtrat werden entscheiden, dass es Feuerwerksverbotszonen geben wird, wie beispielsweise hier in Frankfurt, da wurden verschiedene Sperrzonen eingerichtet, dass vorhandenes Feuerwerk zwar noch abgebrannt werden darf, aber eben nur in einem gewissen Raum. Teilweise war es auch so geregelt, dass in Landkreisen oder in Städten das Abschießen von Feuerwerk im öffentlichen Bereich verboten war, auf dem Privatgrundstück oder zu Hause halt eben, war es nach wie vor noch erlaubt. Ich denke, es wird auf jeden Fall wieder eine Änderung der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz kommen. Genau gesagt handelt es sich hier um den Paragraph 22 Absatz 1 Satz 1, der wurde letztes Jahr schon geändert und hier wird man einfach in dem Passus im Jahr 2020 wird man die 0 hinten streichen, man wird das mit einer 1 ersetzen, das im Endeffekt da drin steht im Jahr 2021 nicht und in anderen Jahren eingefügt. Dann wird man sich wieder auf die Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen berufen. Da steht nämlich drin, gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, aus berechtigten Gründen der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit, der menschlichen Gesundheit oder Sicherheit oder des Umweltschutzes Maßnahmen zum Verbot oder zur Beschränkung des Besitzes, der Verwendung und des Verkaufs von Feuerwerk der Kategorie F2 und F3 an die breite Öffentlichkeit zu ergreifen. Somit gestattet es die vorgenannte Richtlinie, den Verkauf von Feuerwerk der Kategorie F2 im Hinblick auf die öffentliche Ordnung und die Gesundheit im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung, der Aufrechterhaltung und der Schonung der Kapazitäten des Gesundheitswesens und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung rund um den Jahreswechsel 2021 einzuschränken, in dem Falle halt 2021/22 einzuschränken. Ja, das ist quasi schon auch die Absegnung von der Europäischen Union. Ich selber wusste bis vor kurzem nicht, dass das so ganz klar auch da drin steht. Ich hatte mir das im Nachgang nicht mehr angeguckt, wie das verabschiedet wurde. Das ist natürlich ein Problem. Gut, jetzt müssen wir natürlich das Gesetz ändern. Was brauchen wir für eine Gesetzesänderung? Wir brauchen zunächst ein Formpapier. Das wird relativ schnell geschrieben sein. Ich denke mal, das ist eine Angelegenheit von 1-2 Tagen. Dann sollte dieses Formblatt, was dann eingereicht wird beim Bundestag, sollte verfasst sein. Da wird man sich an dem vom letzten Jahr erinnern. Wer sich dafür interessiert, das ist ganz einfach zu finden unter Feuerwerks, unter Sprengstoffgesetzänderung 2020. Da ist es der erste Link, der angezeigt wird. Da könnt ihr euch auch nochmal informieren, was da genau drin stand, wie das begründet wurde, welche Alternativen ausgewogen wurden, etc. pp. Dieses Gesetz muss dann durch den Bundestag, ja, was werden wir da erwarten? Wir haben ja schon eine breite Zustimmung von den Ministerpräsidenten erhalten. Ich gehe davon aus, weil die SPD eine sehr soziale Partei ist, dass die natürlich, wir haben ja jetzt auch schon Äußerungen gehört vom Herrn Scholz, dass die Impfpflicht kommen soll, dass natürlich die SPD dafür stimmen wird, dass dieses Feuerwerksverbot kommen wird. Wir haben die Bündnis 90, die Grünen, die werden natürlich auch für das Verbot stimmen, ebenso wie die Linken. Ebenso wie die CDU. Ich kann mir vorstellen, da werden einige Stimmen dabei sein, vielleicht auch bei der SPD, die dagegen stimmen werden, aber der Großteil wird dafür stimmen. Die FDP und die AfD wiederum sehe ich noch nicht an dieser Position. Ja, also, aber es ist ja schon jetzt, wenn man sich die Sitze anguckt im Bundestag, wenn da die Linken, die SPD, die Grünen und die CDU in breiter Fläche zustimmen, dann ist auf jeden Fall diese Gesetzesänderung im Bundestag schon passiert. Als nächstes müsste dann der Bundesrat zustimmen. Naja, das ist keine großartige Sache, weil am Ende, wer stimmt da ab? Das sind im Endeffekt nur die Ministerpräsidenten und die haben ja schließlich das Ganze dann auch auf den Weg gebracht. Gut, wenn das dann passiert ist, bleibt im Endeffekt nur noch unser Bundespräsident. Das ist momentan noch der Frank-Walter Steinmeier. Genau, ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig gesagt habe. Und der wird das Ganze natürlich auch unterschreiben, das hat er letztes Jahr schon gehabt. Da habe ich keine Zweifel daran, dass er da dem Bundestag und dem Bundesrat widersprechen wird. Schließlich und endlich ist der Mann auch ein großer Vertreter der Demokratie in Deutschland und das wäre dann eine demokratische Abstimmung gewesen.
Jetzt bleibt nur noch eine Möglichkeit, wenn also dieses Gesetz durchgedrückt würde. Was bleibt uns da noch übrig? Wie können wir dieses Verbot noch verhindern? Und die einzige Möglichkeit sehe ich da noch aktuell beim Bundesverfassungsgericht. Da müsste auch wieder gegen geklagt werden. Vor dem Landgericht kann man nicht mehr klagen, weil ein Bundesgesetz oder eine Änderung in einem Bundesgesetz, die kann nur ja, ausgehebelt werden oder wieder rückgängig gemacht werden vom Bundesverfassungsgericht. Da helfen uns auch keine kleineren Gerichte weiter. Und wie die letztes Jahr geurteilt haben, haben wir alle kurz vor Silvester gesehen. Und Gerichte sind generell so gestrickt, dass die ein großes Interesse daran haben, sich an anderen Gerichtsurteilen zu orientieren. In diesem Falle können sie sich sogar an ihrem eigenen Gerichtsurteil orientieren. Und das hat halt eben letztes Jahr dazu geführt, dass wir wirklich ein Abgabeverbot von Feuerwerk im rechtlichen Sinne des Überlassen verboten haben. Ja, und das Bundesverfassungsgericht wird nichts anderes machen, außer die Verhältnismäßigkeit prüfen. Die Verhältnismäßigkeit ist zurzeit gegeben. Wir haben eine noch schlechtere Situation, als wir sie letztes Jahr hatten. Wir werden vielleicht in eine bessere Situation jetzt reinkommen. Das ist aber reine Spekulation. Also wir waren letztes Jahr in einer besseren Situation. Trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht so geurteilt. Und warum sollten sie das dieses Jahr nicht tun? Ich sehe da keine Veranlassung. Und nur das wäre der einzige Weg, das Überlassen eben ja, zu gestatten. Ansonsten sehe ich nicht viele Möglichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht von der FDP, die wählen ja jetzt demnächst und dann haben wir auch einen neuen Finanzminister, den Herrn Markus Lindner, und dass der vielleicht sich nochmal einsetzt für uns und in die Vollen geht und sagen, also 122 Millionen für 5% weniger Krankenhausbelegung, das ist mir dann doch etwas zu teuer, dass er da ein Veto einlegt. Ich habe jetzt schon gerade gehört, dass es wohl erste Stimmen aus Niedersachsen gibt, die sagen, wir machen da nicht mit, aber es ist halt mal nun unsere Rechtslage. Wir haben zwar einen Föderalismus hier in Deutschland, aber ein Bundesgesetz müssen halt eben die Landesväter umsetzen, die sind dann dazu gezwungen und da bleiben dann wenige Möglichkeiten. In dem Moment, wo der Bundesrat und der Bundestag dieses Gesetz verabschiedet, dass in diesem Jahr das Überlassen verboten ist, haben wir da auch keine Möglichkeiten mehr, über das Landesgericht zu gehen oder dass ein Landesvater sagt, ich möchte trotzdem Feuerwerk in meiner Stadt haben. Es geht dann schlichtweg einfach nicht, weil das Sprengstoffgesetz ein Bundesgesetz ist. Das ist abschließend geregelt dann in diesem Moment und dann können auch nicht die Länder herkommen und sagen, naja, wir erlauben aber trotzdem Feuerwerk bei uns. Das ist soweit meine Einschätzung. Ich glaube nicht, dass sich daran nochmal was ändern würde, sofern der Bundestag und der Bundesrat das abgestimmt haben. Es bleibt lediglich die Möglichkeit, dass sich jetzt genügend Leute finden, die diesen Expertenrat beeinflussen und sagen, bitte liebe Leute, macht das nicht. Es bringt überhaupt nichts. Es vernichtet nur eine Branche. Sobald das durch den Bundestag, durch den Bundesrat durch ist, von unserem Bundespräsidenten, dem Herrn Steinmeier, unterschrieben wurde, sehe ich da keine Möglichkeit mehr und dementsprechend würde dann auch wieder für das Jahr 2021 ein Feuerwerksüberlassungsverbot dann entsprechend gelten.